Hallo liebe Ladies von meinem Outfit of the Day. Ja, es ist wieder soweit. Eine Woche oder ein Monat ist vorbei. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein bisschen länger her, dass ich ein Video gemacht habe. Wie immer vergesse ich das zwischendurch oder ich komme nicht dazu. Oder ich bin so in einem schrecklichen Gammelzustand, dass ich euch das ersparen möchte. Dieser Anblick ist nicht schön. Wie heute Morgen, als ich Gassi gegangen bin und mich Leute angeguckt haben, haben gedacht, was stimmt mit der nicht? Ich bin im Pyjama rausgegangen, habe mir nur schnell das Gesicht gewaschen, die Haare total zerwuselt. Egal. So, dann habe ich geduscht und mich dann verwandelt. So, was habe ich heute an? Ich war vor einer Woche mit meinem Freund shoppen in Oberhausen und dann habe ich diese mega geile Hose entdeckt. Ja, mein Freund macht jetzt das Video. Diese Hose habe ich vor 20 Jahren mal getragen. Die habe ich einer Freundin ausgeliehen und habe die nie wiederbekommen. Und war so traurig darüber, weil danach war ja diese Mode nicht mehr da. Das ist so eine Military-Cargo-Hose, die aber eng unten ist. Nur bei dieser Hose ist jetzt noch ein Reißverschluss und die hat mich so sehr an meine Jugend erinnert, dass ich so glücklich war, dass ich die wiedergefunden habe. Also die sieht fast so aus, nur meine Alte hatte nur einen Knopf und nicht so viele. Naja, auf jeden Fall habe ich die gefunden in dem Shop Bershka und dazu passend, ihr seht ja, ich strahle Neonfarben. Ich sage ja immer, Neonfarben kommen wieder und sind wieder in und tada, ich hatte recht. So, das ist ein Buddy, das Gute dabei ist, man kann sich ja bewegen und hin und her und das ist ein, und nichts rutscht raus, gar nichts. Der Speck rutscht nicht raus, die Unterhose, der Tanga guckt nicht raus, gar nichts. Alles bleibt schon drinnen, die Nieren sind schön warm und ja, das Gute an dieser Farbe ist, dass sie mich und alle Dunkelhaarigen, die sich das trauen, zum Strahlen bringt. Ja. Und ich finde diesen Buddy mega geil, weil der hat hier wie so ein Rolli, ne, ein bisschen hochgestellt und lange Ärmel. Ne? Muss man überlegen, ob ich mir mal hier so ein Loch mache für den Daumen, dann hat man das irgendwie so. Aber muss ich mal gucken. So, ja, die Hose ist mega schön, die macht mich sehr schlank. Ich fühle mich auch sehr schlank, als hätte ich 5 Kilo abgenommen und zurück zu meinen 20ern. Irgendwie so eine kleine Zeitreise habe ich jetzt gemacht, gefühlsmäßig. Ja, passend die Schuhe, was heißt passend? Also ich habe extra diese Schuhe oder diese Stiefeletten gewählt, weil die passen ganz gut dazu. Die sind ein bisschen derber. Man hätte auch flachere Boots dazu tragen können. Will ich aber nicht, weil ich werde, glaube ich, nachher mal meinen Kunstpelzmantel tragen. Und dazu sieht das halt besser aus, weil ich so klein bin, dass ich hohe Schuhe trage. Sonst wirke ich halt noch kleiner und noch fetter. Und ja, das war's. So, möchtest du mich was fragen, Frank? Irgendwelche Kommentare zwischendurch? Anregungen? Nee, gut. Okay. Ja, vom Make-up her. Ich komme mal näher oder kommen du näher? Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Heute glitzer ich so gut wie gar nicht. Ja? Hab mich aber ein bisschen netter und frischer geschminkt. Ich weiß nicht, ob man es auf den Lippen ein bisschen erkennt. Da zeige ich euch gleich, was ich benutzt habe. Ja, und zum Thema, geht niemals ohne Glitzer aus dem Haus. Tada! Nein, ich nehme das mal ab. Habe ich diesen Ring angezogen. Der ist sehr schwer. Der erinnert mich ein bisschen an Bulgari oder an eine Mutter von der Schraube. Ne? Das Coole an dem Ring ist ja, dass er hier Glitzer hat und nur hier. Naja, ist auf jeden Fall ein bisschen was Besonderes. So, ich zeige euch jetzt mal kurz das Make-up, was ich benutzt habe. Ja, heute habe ich mich hier geschminkt, weil wir wollten auch noch eine Serie gucken. So, fürs Contouring ein bisschen. Ja. Habe ich den Ton hier benutzt. Und ein bisschen, glaube ich, Rosé für die Augen. Dann Highlighter, MAC. Den benutze ich ganz gerne. Und hier für die Lippen, ganz wichtig. So, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Wo ist es denn? Das ist ja nur eine kleine Auswahl meines Make-ups. Wo habe ich jetzt den Lip Liner?
Also, dieser Lip Liner, ja, den habe ich zusammen mit diesem Lip Gloss gekauft, der ist von Primer. So, dieser Lip Gloss ist mir zu matt. Ich mag nicht so matte Sachen. Also habe ich diesen Lip Liner benutzt mit dem Lippenstift von MAC. Ich glaube, das ist so Newton. Früher habe ich immer Make-up benutzt, weil als ich jünger war, als ich in den 20er war, gab es keine nude-farbenen Lippenstifte. Also haben wir damals immer Make-up überall drauf gemacht, auch auf die Lippen. Und einfach mit einem Konturenstift und ein bisschen Lipgloss. Das war's. So, ich weiß gar nicht, ob man das hier lesen kann, welche Farbe das ist. Kann man nicht lesen? Kann man nicht. Egal. Auf jeden Fall ein Newton von MAC. Und obendrauf habe ich von Catrice, ja, dieses Lipgloss drauf gemacht. Ja, gibt ein bisschen so diesen metallischen Schimmer. So, das war's. Jetzt habe ich euch genug zugelabert. Das wird sonst ein zu langes Video. So, ich präsentiere mich nochmal. Einen Moment, ich hole die Jacke. So, wenn es ein bisschen wärmer wäre, hätte ich meine coole Lederjacke dazu angezogen. Aber da es ja kalt ist und der Winter eigentlich schon da ist, ja, muss ich diesen Look jetzt so kombinieren mit dieser schönen, was habe ich denn hier? Ah, hier sind die Ohrringe. Super. Also.